Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Wings Remastered, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nachdem es in der letzten Ausgabe im Rahmen eines Charity-Streams ein bisschen auf und ab und vor und zurück ging, weiß ich gerade gar nicht mehr, wie weit wir eventuell im Spiel zurückgesetzt worden sind, ob wir gerade noch aktuell in die Missionen reinkommen. Ich denke, ich werde mal weitestgehend so tun, als würden wir hier ganz normal diese Serie fortsetzen. Und wenn ich wisst, wovon ich rede, habt ihr definitiv was verpasst und solltet da mal reinschauen, wie übrigens auch in alle anderen Wings Remastered Folgen. Nicht nur Wings Remastered, sondern vielleicht auch ins angespielte Original Amiga-Version. So, schauen wir mal. Geschwader beitreten. Darf ich? Okay, ich lebe zumindest noch. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. I wish all the branches of the military would learn to cooperate. The British have increased naval exercises along the Belgian coast, which puts our bombing raids on hold. Meanwhile, the Huns have established a munitions dump at Ostend that's keeping their U-boats fully stocked. We're left with no choice but to strafe the road there and destroy as much of the site as we can. Ich wünschte, alle Militärabteilungen würden lernen, zusammenzuarbeiten. Die Briten haben die Zahl der Marineübungen an der belgischen Küste erhöht. Darum fliegen wir im Moment keine Bombardements. In der Zwischenzeit haben die Hunnen bei Ostende ein Munitionslager eingerichtet, mit dem sie ihre U-Boote versorgen. Wir haben keine andere Wahl, als die Straße dorthin zu bombardieren und vom Lager so viel wie möglich zu zerstören. Ich denke, es wird am Ende wieder kein Bombardement, sondern eine Tiefflugmission, aber warten wir mal ab. Genau, Tiefflug gegen Lastwagen. Das schaffen wir. Im Regen schaffen wir auch. Wir müssen ja nicht fahren, sondern nur fliegen. The lush Belgian shoreline proved an odd backdrop for tearing up a road. I rechecked my trusty ammo drums, wondering if the Germans ever thought this whole thing was a bad mistake. Die üppige belgische Küste stellte sich als merkwürdiger Hintergrund für die Zerstörung einer Straße heraus. Ich überprüfte meine treuen Munitionstrommeln und wunderte mich, ob die Deutschen jemals dachten, dies alles sei einfach nur ein großer Fehler gewesen. Controller hakt. Verdammt, was ist denn das für eine Mission hier? Controller hakt. Wahrscheinlich sind die Batterien kurz vorm Aufgeben. Bin mir nicht ganz sicher. Können wir das bitte einfach noch von vorne machen hier? Aufpassen, dass ich kein Rotkreuz erwische zwischendurch. Vielleicht doch mal gucken. Okay. Flak-Rotkreuz gibt es ja nicht, soweit ich weiß. Die Mission noch als Erfolg durchgeht. Na, nicht abstürzen. Na, da bin ich jetzt wirklich gespannt, ob die Mission noch als erfolgreich gesehen wird. Genoss meinen Triumph. Erfolg. Trefferrate 262 nach 54. 17 von 23, das dürfte aber, wenn, knapp geklappt haben, würde ich mal behaupten. So, ein bisschen Infanterie, Vorräte, Zelte, Artillerie. Gut, alles klar. Gemessen daran, dass der Controller gerade gezickt hat, ist alles gut. This morning, two of us are going after a couple of balloons in the vicinity of Cambrai.
This comes as a surprise because Farah's informant reports that a renegade Yastar is based in the hills east of Hearson. They're led by a bloodthirsty ace who is simply known as Der Rittmeister. Rumor is he knows nothing of chivalry. Someday we may get to challenge him. Better yet, he may challenge us. Heute Morgen jagen zwei von uns ein paar Ballons in der Nähe von Combray. Das ist eine Überraschung, denn Farahs Maulwurf hat berichtet, dass in den Hügeln östlich von Hearson eine abtrünnige Yastar ihre Basis aufgeschlagen hat. Sie werden von einem blutrünstigen Ass angeführt, der unter dem Namen Der Rittmeister bekannt ist. Da haben wir auch schon den Namen für die Folge. Laut den Gerüchten hat er aber mit Ritterlichkeit gar nichts am Hut. Ja, der Rittmeister hat so oder so nichts mit Ritterlichkeit zu tun. Aber ja auch keine Gerüchte. Keine Lust, das jetzt zu erklären. Wer das mal erklären mag oder sogar weiß, wer der Rittmeister war, schreibt das doch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr mögt. Eines Tages werden wir ihn vielleicht herausfordern und sogar noch besser, er fordert uns heraus. Na, raus mit der Rittpeitsche. Mit der Reitpeitsche, meine ich. So. Schlingen wir erstmal ein bisschen Ballons vernichten. Ein ganz harmloser Kirmesspaß. Nein, leider nicht. Not only did we find the balloons as planned, we caught their two albatross escorts with their trousers down. Some would have called this a dogfight, but I thought of it as more of a shooting spree. Wir fanden nicht nur wie geplant zwei Ballons, sondern überraschten auch deren Albatross-Eskorten. Einige hätten es als Luftkampf bezeichnet, andere als reinen Amoklauf. Wir werden sehen. Verdammt! Wer hat mich denn da so im Schlawittel? Und was ist eigentlich mit meiner Begleitung? Der Ballon kann warten. Die Begleitung ist gut hier mit meinem Flügelmann oder meiner Flügelfrau. Ja gut, in damaliger Zeit wohl eher Mann. Er tritt hinter mir ein. Ich glaube, noch viel mehr Treffer vertrage ich nicht. Ja, das ist ja wirklich ein Amoklauf hier. Okay. Wow. Na, das war mal was, oder? Wow. Wer schießt denn da noch auf mich? Okay. Ein weiterer Stich am Gemälde des Erfolgs. Na dann. Deutschen im Jenseits, ja. Da warten sie dann aber auch. Auf die, die nachfolgen. Kleiner Spaß. Es sei denn, ihr glaubt dran, dann sei es so. We keep hearing of the atrocities attributed to Der Rittmeister. Our fellow pilots from Abbeville recently saw his biplane pelting one of our Red Cross units. Reconnaissance has yet to pinpoint his aerodrome, though the rogue has put out the word he'll show no mercy to anyone who opposes him. Soon we'll have our day with his Yastar.
Perhaps today, as three of us are on our way to patrol Hearson. Wir hören immer wieder von den Gräueltaten, die dem Rittmeister angelastet werden. Unsere Kollegen aus Abbeville haben erst vor kurzem gesehen, wie sein Doppeldecker eine unserer Einheiten vom Roten Kreuz zerlegt hat. Die Aufklärung muss erst die genaue Lage seines Flugplatzes herausfinden, auch wenn der Schurke alle wissen ließ, dass er für niemanden Gnade walten lässt, der sich ihm in den Weg stellt. Bald werden wir es mit seiner Jasta zu tun bekommen. Vielleicht heute, wo drei von uns auf dem Weg sind, über Hearson zu patrouillieren. No luck sighting Der Rittmeister. But the crisp wind of early winter ripped past my goggles, and my silk scarf crackled behind me as a pair of enemy fighters flew fast and level in our sights. Kein Glück beim Suchen nach dem Rittmeister. Der frische Wind des frühen Winters sauste an meiner Schutzbrille vorbei und mein Seidenschal knisterte hinter mir, als zwei feindliche Jäger schnell und auf gleicher Höhe vor unser Visier flogen. Das war mal ein Eindecker, nicht der andere. Nein! Steuerung! Mit einer fast leeren Batterie ist die Steuerung näher an der Realität zumindest, weil die waren nicht so einfach zu fliegen, die Kisten. Habe ich zumindest gehört. Ja, wenn euch das gefällt, meine sehr verehrten Damen und Herren, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Der letzte Hunde im Feuer, jawohl. Eine Auszeichnung. Distinguished Service. Herzlichen Dank für diese besondere Ehre. Hoffentlich werde ich dem in der nächsten Mission auch gerecht. We've been notified that Britain has a new Prime Minister. Public outcry over British failures in battle has brought the fall of Sir Herbert Asquith. King George was left with no choice but to ask David Lloyd George to form a new government. U-boats are still a thorn in Britain's naval blockade. And our latest orders are to head out and bomb the swarms in the Dover Strait. Wir wurden informiert, dass Großbritannien einen neuen Premierminister hat. Sir Herbert Asquith wurde abgesetzt, weil sich die Öffentlichkeit über das Versagen der Briten in den Schlachten aufgeregt hat. König George hatte keine andere Wahl, als David Lloyd George zu bitten, eine neue Regierung zu formen. Die U-Boote machen der Blockade der britischen Marine immer noch schwer zu schaffen. Darum haben wir den Befehl bekommen, die Schwärme in der Straße von Dover zu bombardieren. Bombardiere die U-Boote. Vermeide Rotes Kreuz. Gibt's Rote Kreuz-U-Boote? Ja, und auch nicht auf Schlachtschiffe Bomben werfen. Das haben wir ja nur auch schon gelernt. Oder haben wir jetzt erst die Missionen aufgeholt? Das ist ja das, was ich meinte. Verwirrung. Was im Charity-Stream. Aber was im Charity-Stream passiert, das bleibt im Charity-Stream, respektive im Kessel Buntes. Eine sehr interessante Stream-Serie übrigens, wo ich euch auch mal einen Blick hinein empfehlen kann. I don't think HQ knew how difficult it was to find these contraptions from way up high. Continually looking out over both my left and right wings, I felt like a starved gull seeking my prey in the endless gloom.
Das Hauptquartier wusste bestimmt nicht, wie schwierig es war, diese Vorrichtung von hoch oben zu finden. Vorrichtung? Wahrscheinlich meinen sie die U-Boote. Als ich abwechselnd nach links und rechts blickte, fühlte ich mich wie eine hungrige Möwe, die in diesem endlosen Blau nach ihrer Beute ausschaut. Eigentlich müssten sie nur ein bisschen tiefer tauchen. Dann machst du ohne Torpedos nämlich nichts mehr. Finde ich voll doof, dass das als verschwendete Bomben gilt, wenn ich irgendwie Schlachtschiffe angreife. Dann sollen sie die auch wenigstens als Sekundärziele ausloben. Ja, ich mache jetzt hier tolle Vorschläge, aber das Spiel hat ja nur auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich glaube nicht, dass man für die aber zugegebenermaßen teilweise ganz guten Vorschläge nochmal ein Update rausbringt. Persönlich würde ich mich aber sehr freuen. Und teilweise nämlich nur Kleinigkeiten, die das Spiel nochmal deutlich verbessern könnten. Jawohl, und schon wieder die Hunden getroffen. Vier U-Boote versenkt, alles top. Und tatsächlich, also das ist, ich kann das nur immer wieder erwähnen, also das Ergebnis der Mission wäre schlechter gewesen, wenn ich jetzt noch Schlachtschiffe versenkt hätte. What? Oh, Walter Garner ist getötet worden. Dafür kommt Harry Floyd. Gut, solange es nicht Pink Floyd ist, ist alles gut. Aber es wäre noch ein bisschen früh für die Jungs gewesen. Also, von der Jahreszahl her. The Battle of Verdun is finally over, and Farah says it'll go down in the books as the longest in military history. I can't imagine one could go longer, especially one that ended in stalemate. What a waste. Farah's informant sent us an urgent message last night. Der Rittmeister is being transferred to a new sector tomorrow. If we don't find him at Hearson today, we may never get another chance. Die Schlacht von Verdun ist endlich vorbei und Farah sagt, dass sie als längste Schlacht aller Zeiten in die Geschichte eingehen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Schlacht länger dauern könnte, vor allem nicht, wenn sie mit einer Pattsituation endet. Was für eine Verschwendung. Gestern Nacht hat uns Farahs Maulwurf eine dringende Nachricht geschickt. Der Rittmeister wird morgen in einen neuen Abschnitt verlegt. Wenn wir ihn heute nicht bei Hearson finden, werden wir ihn vielleicht nie wiedersehen. Dann mal los, Herr Rittmeister. Jason Dux mit Darren Barnes, Vern Fritz Gibbons und Harold van Graas. Ja, aber einen sympathischen Namen. Harold van Graas. Finde ich gut. Ja, auch hier wieder besser van Graas als van Graal. Alles nicht ernst gemeint. Ich habe keine Ahnung, was ich da erzähle. Coming upon a D2 flanked by three monos, the four of us knew we'd found der Rittmeister. The cocky flight leader never let fellow pilots fly machines equal to his own, though this time he'd chiseled his own gravestone. Wir trafen auf eine D2 mit drei Eindeckern und wussten, dass wir den Rittmeister gefunden hatten. Der arrogante Anführer ließ es nie zu, dass seine Kollegen die gleichen Maschinen flogen. Dieses Mal schaufelte er sich sein eigenes Grab. Ja, hätte sich auch ein Zielkreuz draufmalen können. Woher wissen wir das eigentlich, dass das so ist? Nun ja. Dann mal guten Ritt, Herr Rittmeister. So. Aber welche ist die D3? Das kann ich jetzt von hier nicht erkennen. Ich gehe erstmal nach außen, statt in die 3 hier gleich reinzufliegen. Oh no, 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 no. Ich fürchte, ich werde hier ein paar Kameraden verlieren an dem Tag. Na komm. Bist du der Rittmeister? Warst du der Rittmeister? Wahrscheinlich, die anderen sind ja Eindecker. War zumindest so angesagt.
Hey. Auf, Information. Sind wir nur noch zu dritt? Nee. Da ist noch einer. Wurde ein Pfeil nicht gesehen. Aber es gibt überhaupt gar keine Mission, in denen Flak irgendwie eine Rolle spielt. Kann das sein? Das ist nicht so ganz realistisch, dass überall die Flak-Kraft, wo man so unterwegs ist. Aufpassen. Genau, da ist nämlich einer. Direkt an meiner Seite. Dass ich den nicht ramme. Boah, auf beiden Seiten. Pass mal auf hier. Das ist dann Segelflugzeug da mit der Bespannung oben drauf. Habt ihr das gesehen? Warum habt ihr die Kanonen eigentlich auf dem Dach und ich woanders? Naja. Was soll's? Ja, ich denke mal, das würdige Ende für eine Folge. Das Geschwader hat den Rittmeister erledigt. Bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.